Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Flatout Ultimate Ultimate Carnage wollte ich sagen. Part 62. Ja, warum fangen wir jetzt am Anfang an und nicht mitten im Rennen? Das hat den Grund, weil die GEMA die Musik gesperrt hat, immer. Hat man ja im letzten Part gemerkt, das tut mir auch leid, dass ich da so die Dinger rausschneiden musste. Aber das hätte ich jetzt bei Part 62, den ich eigentlich schon hochgeladen hatte, hätte ich da machen müssen. Und da habe ich jetzt keinen Bock, das nochmal zu machen. Und dennoch mal. Ich habe noch so viele Parts davon gehabt. Ja, ich habe eine Terabyte Festplatte ein Terabyte Platz gehabt. Also ich habe jetzt eine Ich habe jetzt eine Terabyte Festplatte, wo fast nur Flatout Ultimate kann ich drauf war. Ich muss ja die ganzen Parts löschen, weil das hätte nichts gebracht. Ich hätte das zwar rendern können und alles und auch hochladen, das wäre in Deutschland nicht verfügbar gewesen, wegen der GEMA. Und da es ein deutsches Let's Play ist, wäre das sehr unsinnig, das denn so zu lassen. Deswegen mache ich das jetzt nochmal. Ja, Musik ist jetzt immer noch zu hören, aber wer sich an meine Painkiller Let's Plays erinnert, das ist die Painkiller Musik, also das ist immer nur Fight-Musik, also Kampfmusik. Von den Kämpfen, wenn man jetzt im Painkiller kämpft. Ich habe da manche Tracks rausgesucht, die ich extrem geil finde, weil gerade Rockmusik und so Metal, das passt bei Flatout eigentlich sehr gut. Das ist mir beim Einkaufen ist mir das eingefallen oder aufgefallen, mehr oder weniger, dass ich das halt machen könnte. Weil ich halt überlegt habe, Mensch, ohne Musik ist Kacke. Und kannst du das mal so machen? Ne, so ein, ja. Das werde ich wahrscheinlich auf einem anderen Let's Play machen, was ich noch vorhabe. Also was nach Ultimate Carnage kommt. Und jetzt hören wir durchgängig die Painkiller-Musik von Painkiller Hell and Damnation. Ein Lied ist von Hell and Damnation. Das ist das Opera-Kampf-Musik ist das. Das ist der Track, den ich so geil finde, den ich so abgefeiert habe bei dem Let's Play. Könnt ihr euch auch angucken, ist komplett fertig. Und ja, das ist der Track, den ich extrem abgefeiert habe. Und auch bei Painkiller Black, sag ich mal, wo beide Addons bei sind. Den habe ich auch abgefeiert. Also da habe ich auch sehr viele Tracks abgefeiert. Die habe ich auch mit drinne. Und ja, werdet ihr hören. Aber erstmal nochmal dazu. Ihr seht ja da oben 60% geschafft von der Straßenklasse. Weil ich ja noch so viele Parts hatte, ist es rennmäßig auch weiter fortgeschritten. Das seht ihr ja hier. Und wir waren ja im Street Twilights Cup, waren wir eigentlich stehen geblieben. Oh, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Wenn doch, Entschuldigung. Machen wir erstmal das erste Rennen. Obwohl, habe ich die Einstellung schon gemacht? Sorry, ich muss jetzt mal Einstellung gucken. Das tut mir sorry. Ist es richtig? Nein. 25 mache ich denn. So. Weil ich habe da ein paar Tests gemacht. Das war ein bisschen dezent zu laut. Ich hoffe, das ist so richtig. Ich hoffe, mit der Musik auch. Weil, naja, es geht eigentlich. Mit der Musik, das geht eigentlich. Also, kann man schön abdancen. Yeah!
ja, die Leute, die Metal hören oder nicht hören, ja, es tut mir zwar leid, tut mir echt leid, aber das passt zu Flatout auf jeden Fall auch. Also die Musik von Painkiller. Deswegen habe ich die auch reingemacht. Weil beim Rennen muss man ja auch fighten. Und ja. Ich pfeife mir zum Wachwerden noch ein paar Energies rein. Also ein paar Energy Drinks. Also ich wach werde, weil es jetzt. Ich muss den Part heute noch. Einen Part muss ich heute noch rendern und hochladen. Wie ist denn das jetzt gerade? 10.25 Uhr. Mensch. Heute Abend ist in der Part oben, denke ich mal. Und zumindest der erste. Und ja. Wollen wir mal gucken. Machen wir erstmal das erste Rennen. Was? Hehehe. So. Erste Rennen. Twilight's Cup. Desert Town. 1 von 3. Schleim in der Nase. Kennt ihr schleiminthernase.de? Das, ja. Das. Bam! Genau, umdrehen. Wow! Alter! Doch nicht mich! Ich will die anderen umdrehen und nicht mich. Wie blöd. Alter, ich fahre hier wie besoffen. Ich habe immer ein Energy getrunken! Ich glaube, das reicht schon. Bam! Alter, oh, wie die geflogen ist! Habt ihr gesehen, wie die geflogen ist, Alter? Habt ihr das gesehen? Alter, ist ja unfassbar. Wie geil ist das denn bitte? Hui! Ich hoffe, die Musik hört man ganz gut. Ich hoffe es jedenfalls, sonst werde ich auch mal bald schneiden. Ah, Alter, krass. Nee, ich schneide inzwischen. Dann werde ich einen Part das schon mal rendern. Also ein Part geht nachher 20 Minuten. Und ja. Oh, der Track ist auch geil. Das ist von... Gott. Nee, das ist von Painkiller. Dieses das Herrenhaus. Das Herrenhaus von Painkiller Black von Battle Out of Hell. Das ist das vom ersten Level. Die Kampfmusik. Finde ich auch geil. Jetzt machst du ein bisschen was Melodisches dazwischen. Aua. Passt zwar nicht so ganz hier rein, aber trotzdem was. So. Vor allen Dingen ist es auch GEMA-frei, denke ich mal, weil diese Musik, gerade die von Hell and Damnation habe ich mir noch erkundigt, die ist auch auf YouTube zu finden. Und wenn man die in Deutschland angucken kann, dann wird die auch GEMA-frei sein. Weil ich glaube nicht, dass die GEMA echt die übersieht, weil das ja auch Game Track ist. Bam! Alter, was war das denn? Was war das denn gerade? Zu geil, ey. Zu doll. Ja. Ja, der erste Part, der wird gleich fertig sein. Also durch. Also ich habe ziemlich viel gequatscht zum Anfang. Das tut mir echt leid, aber ja, das muss halt gesagt werden. Ich meine, gut, ich hätte es auch ein Rennen machen können, aber... BAM! Wow. Aber, ja, konnte ich jetzt nicht anders machen. Weil, ja, ich musste ja euch das ja vorher erklären. Nicht, dass ihr da... Nicht, dass ihr da sitzt und sagt dann... Warum hat er denn da so viel Prozent stehen? Und warum fängt das mitten im Screen an? Wow. Ja. Und falls ihr fragt, wie ich an den Liedern rangekommen bin, ich habe die Spiele ja da und bei Painkiller Black
haben die Musik im Dateiordner bei Music. Und die kann man sich einfach kopieren, ist gleich MP3-Format. Ja, habe ich mir einen Ordner gezogen und dann auf Wiedergabe gegangen und dann, ja, konnte ich mir gleich hören. So, ein Rennen machen wir noch, denn da mache ich eine kleine Aufnahmepause. Werde das dann schon mal rendern. Und dann werde ich mir das mal reinziehen. Du musst sofort den noch reinziehen. Ne? So. Aber ich drehe schon durch von Energy Drink. Der wirkt. So. Zum Rennen. Ein Rennen mache ich noch. Zwar hat der Part nachher Überlänge, aber ist egal. Lade ich trotzdem hoch. Ich habe noch genug Zeit. Bananenleitung, ne? Hashtag Bananenleitung. Auf jeden Fall. So. 4 Runden. Ja, mein... Und falls ihr euch wundert, was mein Bro sich nicht meldet, der schläft noch. Ja, um 10 Uhr morgens schläft er noch. Eigentlich würde ich auch noch schlafen. Aber ich war um 7 schon wach. Ich weiß nicht warum. So. Ja, den Rest erkläre ich im zweiten Part. Und machen wir erstmal... die Musik nicht, aber machen wir erstmal das Rennen. Ich war gerade ein bisschen auf die Musik so im Gedanken quasi. Weil die sich einfach geil anhört. Finde ich jedenfalls. Wenn euch das stört, könnt ihr es ruhig in die Kommentare schreiben. Dann mache ich die Musik raus. Dann mache ich den nächsten Part ohne Musik. Finde ich zwar sehr schade. Aber kann man halt nichts ändern. Ja, muss euch ja gefallen, nicht mir. Aber ich finde das mit Musik besser. Und die Painkiller-Musik, die passt eigentlich sehr gut. Die kann man eigentlich sehr gut machen. Und kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja. So sehe ich das jedenfalls. Also gut. Die Leute, die kein Metal hören oder generell keine Rockmusik oder so, ja, die werden wahrscheinlich sagen, mach die Musik mal lieber raus und spiel mal lieber so oder so, weißt du, aber ja, da ist die Musik auch ein bisschen zu leise, deswegen muss ich den Part auch mal angucken. Bei mir fällt das schon, bei manchen Liedern fällt mir das echt auf, dass die Lieder manchmal ein bisschen leise sind. Das ist echt ein bisschen blöd. Aber gut, muss ich denn sehen, also ich muss die Einstellung dann mal machen, dann mal ja zum ersten Mal mit im Hintergrund Musik laufen lassen, dass ich die auch höre und ja. Ja, 2 Runden noch. Oh, das wird Überlänge. Der Part wird Überlänge haben, aber ist egal. Mache ich für euch. Als Trost, dass ich so lange jetzt nichts hochgeladen habe, weil ich wollte nicht alles durcheinander bringen. Ich hätte zwar da zwischendurch noch was anderes hochladen können, aber ich wollte... Ich mache ja eine Reihenfolge. Ich habe ja so eine Reihenfolge. Oh, das ist schon wieder ein neuer Part. Nein. Neuer Dings. Naja. Ja, ich mache das ja in einer gewissen Reihenfolge einfach. Ich will die nicht durcheinander bringen. Also nicht zwangsweise. Also, wenn ich gezwungen bin, was anderes zu machen, dann und das jetzt nicht machen kann. Oder ja, wenn ich eine Sache, zum Beispiel, ich habe keine Parts mehr jetzt. Zum Beispiel für Flatout habe ich jetzt im Moment auch nicht. Da muss ich noch Parts machen, aber kann es nicht, zeitlich. Dann bin ich gezwungen, was anderes hochzuladen. Zum Beispiel. Das mache ich echt ungern, weil... ich will meine Reihenfolge eigentlich einhalten. Ich will nicht zu viel durcheinander hochladen. Und, ja. Alter, eine Runde noch. Alter, der Part wird so lang! Wow! Alter, was war das denn gerade?
Wie ist der denn geflogen? Mein Energy Drink ist auch gleich leer. Dann hole ich mir den nächsten. Nachher. Zwischendurch. Heute habe ich mir 6 Stück geholt, dann wird er wohl reichen. Für ein paar Parts. Ich mache meist immer... Ich spiele meist immer 1-2 Stunden. Und wenn ich jetzt Energy trinke... Wenn ich jetzt Energy Drink trinke... Ich denke dann, dass ich mehrere Stunden dann spiele. Dann wird die Festplatte auch wieder voll sein, weil die war ja fast leer, wo ich das gelöscht habe. Und da war 100 GB erst belegt, wo ich das gelöscht habe. Vorher war fast die ganze Festplatte belegt. Und ich muss die Musik, glaube ich, ein bisschen lauter machen. Weiß das nicht. Muss ich gucken. Im fertigen Produkt. Oh, der Energy Drink ist leer. Und nein, das ist kein Markenprodukt. Kann ich mir gar nicht leisten. So. Na gut, leisten schon, aber ist mir zu teuer. So. Machen wir weiter. Und dann nachdem... So, ich mache dann erstmal eine kleine Aufnahmepause. Gleich geht es dann weiter. Im zweiten Part. Bis dann, Leute. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ich die Musik drin lassen soll, na gut. Werde ich später sehen, weil ich mache gleich weiter. Und kann ja später drauf eingehen. Weil ich gerade auch wieder Bock drauf habe. Bis später, Leute.